So, ich würde gern erstmal diese schon erwähnte Idris Library von mir vorstellen. Das ist Quantities. Und mit dieser Library, wenn man die verwendet, soll es möglich sein, solche Fehler zu vermeiden. Man kann diese Library einfach mit Idris verwenden. Compatibility stimmt leider nicht. Im Moment funktioniert diese Library nicht, weil ich muss die jedes Mal, wenn ein neuer Idris-Compiler rauskommt, hat die Library nicht mehr funktioniert, weil irgendetwas kaputt gegangen ist. Ja. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, die auf die neueste Idris-Version abzudaten. Instance heißt jetzt Implementation oder man kann es ganz weglassen. Aha. Ich glaube, das Update habe ich schon gemacht. Das ist oft nur Syntax, oder? Gibt's Nee, aber leider auch irgendwelche Beweise, die man macht und ja. die funktionieren dann nicht mehr. Gibt es sowas wie eine Idris-Hölle? Also Kabalhölle? Ja. Ja, aber so eine Typ-Checker. Ja, weil das dann erst, du musst erst durch die Kabalhölle und dann ja, das ist nochmal eine Stufe näher am Tartarus. Also einmal das, der Compiler hat bei mir schon mal 2 Stunden kompiliert und diese IPACK-Packages sind auch voll toll, weil da sind mega viele Bugs drin in der Implementierung. Also ich habe da einen gefixt und dann habe ich noch einen anderen gefunden, den konnte ich nicht fixen, der ist seit 2 Jahren offen. Ein sogenannter unfixbarer. Alles von Grund auf. Das sieht bitte wahrscheinlich. Ja. Das ist das Gegenteil von Fixbitten. Der Unfix. Es gibt noch, was ich als Idris-Höller definieren würde, ist, manchmal passiert es, dass man so eine riesen Fehlermeldung von dem Compiler bekommt. Und nur eine Zeile ist relevant. Nee, man versteht den Fehler dann Besser als irgendwie nichts. gar nicht. Ein Fehler vom Modulsystem und es gibt keine einzige Zeile, die relevant für das Problem ist. Vor allem auch mega toll ist, wenn du dann sagst, ja, wo ist denn der Fehler? Und dann musst du halt irgendwie den ganzen Stack angeben, der dann nicht gelaufen ist. Und das sind 50 Zeilen oder so. So, in dieser Library geht es um physikalische Einheiten und Größen. Next. Größen wie Länge. Und wir können diese Einheiten immer, wenn wir Größen haben, dann können wir die immer kombinieren. Wenn wir jetzt Länge mal Länge miteinander multiplizieren, dann bekommen wir eine neue Größe und die nennt man für gewöhnlich Fläche. Wenn wir Länge durch Zeit teilen, dann bekommen wir eine neue Größe Geschwindigkeit. Und wenn wir Länge hoch 3 nehmen, dann bekommen wir Volumen. Und zwar, ja. Und irgendwie muss man ja anfangen, muss man mit irgendwelchen Basisgrößen anfangen. Und die Basisgrößen, die heißen in dieser Library Dimensions. Und eine Dimension, die kann man einfach mit diesem Make-Dimension-Konstruktor bauen. Und man gibt da jeweils einen String mit, was der Name von der Größe ist. Und Quantities sind dann nichts anderes als die freie abelsche Gruppe über diesen Typ der Dimensionen. Damit meine ich. Zum Beispiel. Oh. Ah, du bist wieder auf dem Ja. anderen Pfad. Wenn wir zum Beispiel Länge haben, dann können wir das auch, jede Größe können wir auch auffassen als eine Liste von, und in dieser Liste stehen Tupel drin, und in jedem Tupel steht erstmal, welche Basisgröße, also Dimension man verwendet, und dann jeweils den Exponenten. Also das hier kann man lesen, Entschuldigung, man hier Area. Area ist Länge hoch 2. Dann, was ist Speed oder Velocity? Velocity beinhaltet Länge hoch
1 und Zeit unter dem Bruchstrich, also mit Exponenten minus 1. So. Und wenn wir jetzt zwei Größen miteinander multiplizieren, dann machen wir Folgendes. Wir mergen hier solche zwei Listen und wenn wir dann, also und hier in beiden Listen kommt Länge vor und deswegen mergen wir das so, dass wir die beiden Zahlen zueinander addieren. Also Länge hoch 2 mal Länge hoch 1 ist Länge hoch 3. Und dann haben wir noch die Zeit in der zweiten Liste, die wir dann mergen müssen. Also das Time mal hoch minus 1. Oder wenn wir Velocity mal Länge rechnen, dann bekommen wir, und Länge ist übrigens die Liste, die nur die Basiseinheit Länge beinhaltet, hoch 1. Velocity mal Länge, wir bekommen dort, sorry, ich will hier das mal Time nehmen. Wir bekommen also Länge hoch 1 und dann Time, wir haben hoch minus 1 von der minus 1 von der Definition von Velocity und wir bekommen Time hoch 1 von der Definition von Time. Also insgesamt 1 minus 1 gleich 0. Und wir müssen das wollen wir hier in der Liste nicht drinstehen haben, hoch 0, weil das ist ja gleich 1, das fliegt dann raus. Und außerdem müssen wir hier diese Liste normieren, indem wir zum Beispiel nach dem ersten Key hier sortieren. Wenn wir das alles machen, dann so konstruieren wir die freie abelsche Gruppe über der Menge der Basiseinheiten. Ja. Und so sind diese Operationen alle implementiert. Abelsch ist kommutativ, oder? Abelsch ist kommutativ, ja. Okay. Weil ist Abelsch nur kommutativ? Ja, also ja. Habe ich nur ein anderes Wort, damit es verwirrender wird. Ja. Ja, ja, damit das so intelligent klingt, wenn man mathematisch redet. Vermutlich schon. Ein Bitte. Ist einfach nur, weil sie es nicht besser wissen. Deswegen sagt man ja auch Sigma statt irgendwie, keine Ahnung, Summe oder so. Hier sieht man übrigens noch was, ein Feature von Idris. Man muss ja diese Basisgrößen, die Dimensionen definieren mit diesem Konstruktor make Dimension. Aber die Dimensions, die soll man gleichzeitig auch als Quantities verwenden können. Und das kann man mit einer impliziten Funktion Dimension to Quantity, die genau das macht, was man hier gesehen hat. Wenn wir Time als Quantity verwenden müssen, dann müssen wir das in so eine Liste, Singleton-Liste packen, mit hier der Dimension, steht hier, und dann mit einer 1. Und genau das macht diese Funktion Dimension to Quantity. Und die wird hier zum Beispiel implizit aufgerufen, wenn wir hier Length mal Time rechnen. Dann ist hier implizit ein Aufruf von Dimension to Quantity. Damit der Compiler ja möglichst lange braucht. Genau. Da wird dann die Eindeutigkeit dieser Strings irgendwie festgestellt, wenn ich jetzt das Length wiederverwende für den anderen Zusammenhang? Nein. Wenn da müsste man ja, wie könnte man das sicherstellen? Da müsste man irgendwie so generative Funktoren vielleicht von ML oder sowas? Gab es dieses Symbolkonzept, also wo dann generativ intern eine
Zahl dran gehängt wird, die global eindeutig ist und der Name ist nur ein Kommentar. Ja. Moment, bei Symbolen ist es sogar so, dass die sind ja vom Namen hier mit dem identisch. Aber dieses Problem haben wir ja öfter, zum Beispiel in Isabel. Also ich mache das halt so, man kreiert dann halt intern eine Seriennummer und der Name ist dann halt nur ein Kommentar für die Ausgabe oder was irgendwie noch. Ich meine, hier ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, weil es ja wirklich nur so und so viele SDI-Einheiten gibt. Und die ändern sich auch nur dann, wenn es einen physikalischen Durchbruch gibt. Kabine ist ja keine SDI-Einheit. Und ist das überhaupt wichtig? Weil ich meine, wenn ich jetzt meine Einheit Length nenne, dann ist halt das der Name meiner Einheit. Aber die Variable kann die ja nochmal definieren und sage jetzt Length Apostroph und nenne dann aber die Dimension wieder Length. Aber die würden dann zusammen, ich, oder? Die werden nur noch zusammen herstellen. Ja. Da muss man selber aufpassen. Und also so einen globalen Zähler kann ich als Effekt dazu nehmen. Irgendwie der Library. Oder kann man zur Compile-Zeit einen Effekt haben, der. Also durchaus eine praktisch relevante Frage. Wir arbeiten ja völlig pur in Isabel, bis auf einen globalen Zähler, der immer eindeutige Seriennummern erzeugt. Also das ganze Programm ist irgendwie parametrisiert über so ein Ding. Kann man sowas in ITRIS ausdrücken, dass man den Effekt dann auch wieder unter den Teppich kehren kann? Mir ist da nichts bekannt. Sozusagen, das soll intern einen global eindeutigen Integer erzeugen, der als Kommentar mit diesem String versehen ist. Ich weiß nicht, gibt es unsafe Perform-IO in ITRIS? Es soll aber so sein, also eine gute Programmiersprache muss das verstecken können. Dass man naja, du hast Implicit. Also du hast ja hier sowas skizziert, so eine Library, die so ein schönes Interface hat. Geht das vielleicht über Elaborators? Die sind ja relativ neu, ne? Also ich habe mir die nie angeguckt. Ich weiß leider nicht. Aber ich habe hier Strings verwendet, damit das alles noch schön erweiterbar bleibt, dass man eben seine eigenen Typen und Dimensions noch definieren kann. Und ja, es wäre schön, wenn man hier sicher sein könnte, dass keine andere Library dasselbe benutzt. Ich könnte mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie das in ITRIS gehen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es über Elaborators geht. Ja, du willst doch da keine Strings nehmen, sondern Typen. Algebraischen Datentypen. Irgendeinen Typen Happiness. Also muss nicht wahr. Data Happiness ist gleich Happiness. Und dann kannst du da Happiness hinschreiben. Ja, oder halt irgendeinen Typen verlangen, also dann ist das die Liste über so Type, über die Tupel von Type das hat den Vorteil, dass die genamespaced sind in deinem Modul. Dass deine Dimensionen parametrisiert sind über das Basissystem, das du verwenden kannst. Ja. Das könnte man wahrscheinlich machen. Das ersetzt halt auch das Problem. Aber ich kann hier keinen Typen als Parameter nehmen, weil ich will noch, dass diese Datentypen hier vergleichbar sind, weil um diese freie arbische Gruppe zu implementieren, brauche ich Vergleichbarkeit von den Elementen, damit ich hier das alles ordnen kann und eben diese kanonische Form bringen kann. Ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Oh. Nämlich, ich muss dir noch einen Theorienpunkt abziehen. Weil du folgst hier dem SDI-Einheitensystem und tust Ampere statt Ladung als Basiseinheit. Oh Gott. Current schreibst du nicht. Ganz offen. Klar, ja, nee, ja. Jetzt die oberste Zeile von mir, zweite oberste Zeile von mir. Und, also quasi theoretische Physiker, ja, die wissen ja, dass Ladung das eigentlich momentan ist und Ampere ist ja auch eine abgeleitete Größe, weil das nur Ladung pro Zeit ist. Die abgeleitete Ladung. Und die SI-Leute haben es aber noch nicht gecheckt und verwenden immer noch. Also die verwenden quasi eher die Größen, die exponentiell leichter zugänglich sind. Und das sind halt die Ampere. Das war nicht schlimm, ist für die Praxis. Nö, genau, aber das ist ja ein ITRIS Vortrag. Ich habe noch eine Empfehlung für alle, die sich für Physik interessieren und die Physik auch quasi auf die modernste, schönste Art und Weise kennenlernen wollen. Die können sich mal auf die Webseiten von dem Karlsruher Physikkurs begeben. Der ist quasi für Schüler gemacht und der zieht alles modern richtig auf. Karlsruher Physikkurs, der ist empfehlen. Das ist so als Gegenstück zu dem Bayerischen Rundfunk. Der heißt auch so Karlsruher. Der heißt so, genau. Der ist halt Physiktheorie formalisiert. Nee, glaub nicht, aber.
Das habe ich meinem sehr, sehr guten Mathe- und Physiklehrer Christoph Fortmann zu verdanken, dass der den Unterricht einfach danach aufgezogen hat. Können wir auch Augsburger Chip-Theorie kurz für Schüler machen? Okay. So, aber eigentlich wollen wir ja mit Einheiten rechnen, Einheiten konvertieren und so, deswegen gibt es hier die Units und die Units sind indiziert über ihre Größe, die sie darstellen. Beispiel, es gibt die Zentimeter. In ITRIS verwenden wir überall die britische Rechtschreibung. Ja, solange das festgeht, ist das ja gut. Das ja. Ist auch irgendwo dokumentiert. Also der Macher von ITRIS kommt aus Edinburgh. Ja. Edinburgh. Ja. Und genauso wie Größen können wir jetzt Einheiten miteinander multiplizieren und durcheinander teilen und potenzieren. Nämlich, wenn wir jetzt hier eine Einheit für die Größe Q haben und eine Einheit für die Größe R, wenn wir die miteinander multiplizieren, dann bekommen wir eine Einheit für das Produkt der beiden Größen Q und R. Ja, wenn wir Meter ist eine Einheit für die Größe Länge, und wenn wir hier Meter mit nochmal Meter multiplizieren, dann bekommen wir eine Einheit für Meter mal Meter, Quadratmeter. Also Einheit für Länge mal Länge. Wenn wir Meter als Einheit für Länge nehmen und Sekunden als Einheit für Zeit, dann bekommen wir eine Einheit für Länge durch Zeit, also Geschwindigkeit. Und wenn wir Meter als eine Einheit für Länge nehmen und das dreimal, dann bekommen wir eine Einheit für Länge hoch 3, also Volumen. Ja, genau, das sind die Beispiele. Das sind die Beispiele. Und natürlich müssen wir auch irgendwo wieder anfangen. Und deswegen gibt es diese elementaren Einheiten für Länge. Hier muss man jeweils noch eine Zahl mit übergeben, nämlich man muss ja irgendeine Einheit festlegen, dass die die Basiseinheit ist. Und wenn wir jetzt hier und diese Zahl wird verwendet, um die Einheiten ineinander umzurechnen. Wie machst du das? Ist das dann irgendwie ein Faktor einfach nur pro Kilogramm? Ja, genau. Das hier sind die Faktoren für das Umrechnen für die Einheiten. Also ich habe sowas ja für Rust quasi mal gemacht in der Art. Und da ist mir aufgefallen, dass insbesondere wenn wir weg vom metrischen System gehen, dass es dann doch Einheiten gibt, die irgendwie mit Summanden arbeiten oder sonst was. Oder auch Kelvin und Celsius. Mhm. Gibt es da irgendwie bei dir eine Lösung für? Ich habe es im Endeffekt gelöst, dass man eine beliebige Funktion angeben kann, die umrechnet. Also ich habe solche Einheiten wie Kelvin oder Fahrenheit, da kann man schlecht jetzt. Kelvin ist in Ordnung, ja. Aber man kann jetzt nicht zum Beispiel Celsius in Außentemperatur Fahrenheit umrechnen. Ja. Bei mir habe ich nur Einheiten, wo die Umrechnung eine lineare Funktion ist. Also unten keine Dezibel oder so was Schönes. Ja. So, und dass hier eine 1 steht, ist erstmal ziemlich egal. Hier könnte auch eine 42 stehen. Was wichtig ist, ist, dass das in der richtigen Relation steht zu all den anderen Zahlen, die hier stehen bei den anderen Einheiten. Bei der Stunde dann 60. Ja, genau. Bei einer Stunde sollte dann hier 60 stehen. 3600, sorry. Bei einer Minute sollte hier 60 stehen. Und damit man das auch richtig hinbekommt,
gibt es hier auch eine eigene Syntax, um neue Elementareinheiten zu definieren. Zum Beispiel Meile. Eine Meile sind genau 1609,34 Meter. Ja, ja, halt die normale Meile. Also so, Atom, so Atommeile oder so. Das ist eigentlich schüttenswert. So, und die ganzen Elementar-Units, man braucht da auch eine abelsche Gruppe aus denen. Und dann muss man aber hier noch diesen Index im Type richtig hinbekommen. Und der wird berechnet durch eine Funktion auf diesen Elementareinheiten. Und diese Funktion muss man dann auch noch liften, sodass sie auf der abelschen Gruppe definiert ist. Und die wird dann zu einem Homomorphismus von abelschen Gruppen. Ja, und es gibt wieder die implizite Funktion, die aus einer Elementareinheit eine richtige Einheit macht. Es gibt hier noch den Typ der Measurements. Nämlich wenn wir eine Quantity haben, implizit, und eine Einheit für diese Quantity. Und wir haben einen Typ, das hier ist. Der Typ A, den wir hier als ersten was Argument. Was nutzt du für einen Display Manager? Warum macht er einen so komischen Sound? Ah. Das ist ein ganz komisches KDE-Feed. Ja, also dieser Typ ist der Typ des tatsächlichen Wertes, den man hier drin stehen hat, wie zum Beispiel Float. Dafür gibt es auch eine Abkürzung, F von U. Ist ein Measurement in der Unit U mit dem Wert Float. Also FU ist eine sehr, sehr doofe Kombi. Ja, fällt mir auch gerade auf. Ja, sollte man ändern. Beispiel Distance to Moon. Und das kann man dann umrechnen in Meilen mit der Convert-to-Funktion. Und was da dann passiert, ist, man hat ja all diese Koeffizienten bei diesen Units und die werden so, und eine LM-Unit ist aus, und eine Unit ist ja aus mehreren LM-Units zusammengesetzt, und von diesen ganzen LM-Units werden all diese Koeffizienten zusammen multipliziert. Und das wird gemacht für die Source-Unit und für die Target-Unit, und dann muss man diese beiden Gesamtkoeffizienten durcheinander teilen. Und mit der Messung hier multiplizieren, und dann bekommt man das Ergebnis in der Zieleinheit. Und es gibt hier mehrere Funktionen, je nachdem, ob man hier die Möglichkeit, um mit so FI-Präfixen, also Mega, Giga, Nano, Zepto, so weiter umzugehen. Das sind vermutlich einfach nur Funktionen, oder? Ja, das sind Funktionen, und die multiplizieren eben diesen Koeffizienten von einer Einheit mit einem bestimmten Wert. Und man kann, und es ist auch sinnvoll, dass man seine eigenen Einheiten definieren kann, weil zum Beispiel, wenn man ein Computerspiel programmiert, dann will man Länge ja nicht in Metern messen, sondern in Pixeln, und deswegen will man da eine eigene Größe für Länge auf dem Bildschirm definieren und dann auch eine eigene Geschwindigkeit auf dem Bildschirm. Und damit dann alle Berechnungen, zum Beispiel für Gravitation im Computerspiel, durchführen. So.
So. Echte Gravitation im Computerspiel. Simulierte. So. Habt ihr Fragen zu dieser Library? Punkte und Ringe und so perfekt kann. Und das Dreck hat er wohl. Hier auf GitHub. Du hast auch schon einen Stern hier. Ja, hier auf. Und einen Pull-Request. Ein Pull-Request von. Eben gerade. Ja, cool. Das ist wahrscheinlich das mit. Das ist Ingos normaler Pull-Request-Typo. Stimmt. Den hatte ich auch schon. Ich habe noch nie einen anderen Commit oder Pull-Request von Ingo gesehen. Magst du das mal typisch von mir an? Ist das mit den Ampere? Nee, das halt, so ist es halt im SI. Nee, da ist ein Tippfehler. Du hast dir echt Mühe gegeben, fix Tiny davon noch geschrieben. Ja, das war ja nicht drauf. Also Isabelle Repository hat das nicht zulässig fix zu sagen, das ist eine Behauptung, dass ich das Problem habe. Okay. Und da würde man Tune Spelling sagen. Oder Tune Spelling, das könnte ja auch schlechter werden. Also. Spelling. So wie Apache von Spelling. Hast du da Terms drauf? XDB? Ja, habe ich laufen. Ich weiß. Wie hast du es hinbekommen, dass der Compiler nicht 20 Minuten braucht zum Kompilieren und Travis dann aufhört zu... Es gibt da so eine Möglichkeit, um Travis am Leben zu erhalten. Du meinst, man gibt alle 5 Sekunden einen Punkt aus? Also das ist meine Lösung. Nee, Travis hat da in der Dokumentation schon... die haben da irgendwelche Möglichkeiten, um das zu machen. Und der Compiler braucht wirklich 20 Minuten für so etwas. Ja, und hat Travis schon, weil Travis hat hier nur so kleine Kisten. Mhm. Und der muss halt wirklich einmal Idris kompilieren dafür, weil... Jedes Mal... Weil ja, Travis liefert Idris halt nicht mit. Und dann musst du halt dann Idris einmal kompilieren. Ja, genau. Das heißt, du machst halt Kabel install Idris und dann braucht das so 20 Minuten. Das ist das hier, Travis Wait. Also das haben wir auch gemacht, das hat aber auch nicht immer funktioniert, weil er bricht halt da schon irgendwie nach 20 Minuten ab. Und es hat halt irgendwie nicht gereicht. Und dann war halt noch so die Lösung, dass wenn man irgendwie Echo, also du kannst das ja bei mir im Repo mal gucken, für Idris HTTP, da habe ich das nämlich drin, da machen wir da irgendwie so eine Schleife, die dann halt immer wieder mal einen Punkt hinschreibt und dann ein Sleep macht, ein kurzes. weil wenn eine Ausgabe, also wenn Travis Wait wird irgendwie, bricht halt nach einer Zeit ab, wenn keine Ausgabe mehr kam. Ja. Und wenn man dann immer Punkte schreibt, dann bleibt der ein bisschen länger am Leben. Und meist reicht es dann. Also ich habe hier zum Beispiel Folgendes gemacht, um Idris zu installieren. Ich habe in einem eigenen Kabal-Kommando nur die Dependencies installiert und dann später mit Kabal-Build Idris selber. Ja, eine grundsätzliche Frage zu Idris. Du hast ja da mit Floating-Point-Zahlen gearbeitet, ja. Diese physikalischen Sachen. Ja. Und was ist denn die Mathematik in Idris hinter diesen Floating-Point-Zahlen? Wie wird denn das behandelt? Vermutlich einfach wie mit dem C einfach gegen die normale Implementierung von den Floating-Point-Zahlen, wie sie eben in x86 definiert ist. Ja, das sind normale Floating-Point. Darf man die eigentlich vergleichen? Ja. Gleichheit zum Beispiel. Ja, also die implementieren die IQ-Typ-Klasse bzw. Interface, ja. Aber soweit ich weiß, nicht diese IQ, das IQ-Interface mit Verified. Mit Verified. Aha, genau. Okay. Mhm. Also sagen wir mal, der Hintergrund meiner Frage ist so, Idris stammt ja aus Edinburgh und aus so einer Typtheorie und sehr mathematischen Ecke. Und diese Leute, also da zähle ich mich auch mit dazu, bin ich aus Edinburgh, sondern aus München, aber die haben keine Ahnung von Floating-Point-Arithmetik. Und da gibt es auch Leute, die sagen das immer wieder offen, also Compilerbauer, die sagen, ich habe hier keine Ahnung, kann mir jemand sagen, wie ich diese IEEE-Sachen richtig implementieren muss. Mhm. Und ich frage mich, ob das da genauso ist oder ob man dann nur so tut, als wäre das so. Und die Hintergrund der Frage ist, weil vor ein paar Monaten mich jemand fragte, wie man denn solche Sachen wirklich mathematisch sauber behandeln kann.
Also wirklich verifizierte, bewiesene Floating Point Sachen. Es gab tatsächlich mal so ein Code-Snippet von Edwin Brady, das ist der Macher von eTrellis. Der hat mal ein Code-Snippet gemacht mit SafeDiff, weil Dividieren durch Null geht ja nicht und hat das da einmal verboten. Aber es sind halt Integers oder was? Für Flows. Und die Flow-Struktur ist ja sehr komplex. Die Mathematik dahinter ist ja ziemlich schwierig. Ja, ich glaube, das wird halt einfach nur so auf Intel vor allem machen. Ja, also man tut so, als wären das reelle Zahlen und lässt dann die LLVM irgendwas rechnen. Ja. Es gibt ja, glaube ich, sogar eigene Vorlesungen darüber, Numerik und nicht alles. Ja, ja, also ich meine, da kann man sich lange mit befassen. Ich frage mich, wer das wirklich gut kann, die Mathematik davon sauber zu behandeln. Das ist die Frage, warum man die Mathematik von Floating Point Zahlen mathematisch behandeln will, wenn die ja doof ist. Also genau. Ich will ja nicht Not-in-Number, ich will ja verbieten, dass man überhaupt Not-in-Number erzeugen kann. Also ich glaube, der Ansatz, den Theoretiker eher noch folgen, ist, Bibliothek zu schreiben und zu verifizieren und so weiter für Rechnungen mit beliebiger Genauigkeit. Also ja, auch beliebig viel Land brauchen. Die dann, ja, sonst wenn man wollen, die dann auch. Da war ja auf unserer Mailingliste das, wo aufgeschrieben, der... Es gab doch mal auch was mit dem Menschen, der bei Mercury, die hatten das ja auch mal, glaube ich, dass sie am Anfang nicht die GNU-Wignum-Library genommen haben, dann war zwar alles korrekt, aber furchtbar langsam. Ja. Das kam, glaube ich, zu seinem Vortrag und hat er, glaube ich, es gibt ja die GNU-Library, die das relativ performant kann und niemand weiß, was die intern macht und wird da von Haskell verwendet wird. Und er hat das dann auch bei Mercury reingeflickt und dann war es auch irgendwie 30 Mal schneller, dieser Mikro-Benchmark, den er da hatte. Also die Library müsste man beweisen, das ist einfach. Ja. Aber also es gibt mehrere Projekte von fertig durchgewiesenen Bibliotheken für exakte Bibliotheken. Bignum keine davon. Bignum ist keine davon, nein, überhaupt nicht. Kein Projekt wird jemals nur annähernd. Ja, aber oft will man da halt eben doch diese Floating Points verwenden, weil die sind halt eben schnell. Ja. Und wenn man das trotzdem muss und trotzdem genaue Berechnungen anstellen will, dann gibt es hier dieses schöne Tool, Herbie, das macht Folgendes, das sucht in euren Programmen arithmetische Ausdrücke. Und dieses Programm Herbie setzt dann Zahlen in diese arithmetischen Ausdrücke ein und schaut, wie genau ist das Ergebnis, was da rauskommt, wenn ich mit mit Floats oder Doubles rechne und vergleicht das dann mit dem wahren, exakten Ergebnis, was diese Library mit einer Library für echte, reelle Zahlen berechnet. Und kann ich das auf jede Sprache loslassen oder nur auf Idris? Es gibt hier ein GHC-Plugin für Herbie und vielleicht auch für andere Sprachen. Und ich schätze mal, dieses Tool, das funktioniert für ganz normale arithmetische Ausdrücke. Also eigentlich ziemlich sprachagnostisch sogar. Ja. Und das macht dann auch unterschiedliche Optimierungen für die Ausdrücke, je nachdem wie groß die Werte sind, die man da einsetzt. Und hat dann einen abgefahrenen Suchalgorithmus, was dann tatsächlich versucht, diese Ausdrücke zu verbessern. Und du meinst speziell bei Haskell, arbeitet der auch mit dem GHC zusammen dann auch auf dem Intermediate Code oder auf der... Das heißt, da würde er dann auch Sachen finden, wo ich eigene Funktionen habe, die jetzt nicht aussehen wie arithmetische Ausdrücke und so. Ich vermute, das arbeitet nur auf dem, nicht auf der dem Intermediate Call, sondern eher auf dem Quellcode, ja. Also wenn er jetzt in Haskell Sum irgendwas schreibt, dann findet er das nicht als... Ich vermute, nein, ja. Erinnert mich richtig, dass der auch Ausdrücke automatisch in die numerisch stabileren Versionen umschreibt? Ja, genau. Also nicht immer, aber oft quasi. Ja. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, zum Beispiel, wenn man der offensichtliche Code, um den Durchschnitt von der Liste zu bestimmen. Also einfach alle Elemente nach und nach zu gehen, zum Schluss durch die Länge teilen. Der ist numerisch nicht besonders genau. Für Floating Points. Ja, genau. Würde man nicht auf die Idee kommen, weil das ist ein super einfacher Algorithmus. Ja, für Floating Points. Ja, für Floating Points, genau. Und es gibt aber halt ein komplizierterer Code, der mathematisch dasselbe berechnet und in der Praxis dasselbe mit höheren Genauigkeit berechnet. Was
Was mich interessieren würde, wäre Herbie-Check. Dass du eine Funktion, dass du das in deiner Test-Suite eine von deinen Funktionen nehmen kannst und die Herbie-Bibliothek quasi auch die Funktion, macht dann verschiedene Floating Points, was dies halt auch macht, auf deine Funktion macht 1000 Durchläufe oder was und schaut und gibt halt einen Fehler, sobald es irgendwie zu ungenau wird. Ja, aber dann bräuchtest du eine Einheit für Ungenauigkeit. Ja, das macht ja Herbie. Wie misst man halt Ungenauigkeit? Das macht ja Herbie, weil Herbie sagt, oder? Achso, oder? Herbie denkt das erstmal selber aus mit GMD oder mit irgendeiner Bewegung-Library und dann vergleicht er das mit dem. Sollte es nicht ein Teil von entsprechenden Compiler sein, dass das beim Kompilieren solche Ausdrücke gefunden und automatisch umgeschrieben werden? Ich glaube, automatisch umschreiben will man eher nicht, weil man will ja auch, dass der Code, den man rausbekommt aus dem Compiler, dass der möglichst viel mit dem Code zu tun hat, was man eben noch hinschreibt. Herbie macht eben nur Vorschläge und manchmal sind die eben auch nicht so gut, weil man weiß eben selber, was die Größenordnungen von den Werten ist, die man in das Programm reinsteckt. Und dann, ja, man will nicht den Code... Da hast du vielleicht den Mühe gegeben, den Code absichtlich auf eine gewisse Art und Weise formuliert, weil du dir mal...